das Münsteraner Schloss, der Dom, der Aasee und die zahlreichen Grünflächen in Stadtnähe, sowie die lebendige Fahrradkultur. Aber keine Angst, um all das soll es heute nicht gehen, denn Münster wird noch durch etwas ganz anderes geprägt. Und zwar durch einen ganz bestimmten Slang mit einem ganz eigenen Vokabular. Die Rede ist von der sogenannten Masematte. Die Masematte ist seit 1870 quellenmäßig belegt und wurde vor allem in den Elendsvierteln Münsters gesprochen. Die Sprache gilt heutzutage zwar offiziell als ausgestorben, aber irgendwas muss da doch geblieben sein. Wir haben Münsteraner für euch gefragt, was für sie typische Wörter ihrer Stadt sind. Münsteraner Wörter? Plümpsen. Leze. Maloche zum Beispiel, Kobe. Segas, so Junge. Und Kalina, Mädchen, aber sonst. Meimeln. Es meimelt. Jofe. Kniepig vielleicht? Meimeln kenne ich noch. Kommen Sie jetzt. Wir scherbeln jetzt Finetendöppen. Sowas gibt's nur in Münster. Wir durften uns mal mit Herrn Dr. Klaus Siebert unterhalten, der mit seinen Studenten vor 25 Jahren anfing, die Masematte zu dokumentieren. Sie befragten damals die noch lebenden Originalsprecher, die die Masematte noch als Geheimsprache benutzten. Die Masematte gehört heute zu den am besten dokumentierten sogenannten Sondersprachen des Deutschen. Die Menschen interessieren sich für Sprache sowieso. Wenn es dann aber in einem kleinräumigen Raum, den man womöglich als Heimat noch sieht, solche sprachlichen Besonderheiten gibt, kann man mit gesteigertem Interesse und gesteigerter Neugierde rechnen. Interesse und Neugierde wurde auch bei uns gesteigert. Wir haben mal eine kleine Rechercheeinheit eingelegt, um den einzelnen Wörtern der Masematte noch näher auf den Grund zu gehen. Dabei haben wir uns von nichts und niemandem ablenken lassen. Gut, von fast nichts. Zurück zum Thema. Wir haben uns mal einige Wörter rausgesucht und sind gespannt, ob die dem Münsteraner Bürger geläufig sind. Chillen? Ja, auf jemand, der rumlädt, oder? Ja. Keine Ahnung. Fahrrad. Fahrrad. Das Wort für Fahrrad. Wenn hier jemand nach Münster kommt, insbesondere die Studierenden jetzt zum neuen Semester, die treffen auf solche Wörter. Und da spürt man die Besonderheit und solche Wörter werden überleben, weil sie in der Umgangssprache eingeflochten sind gewissermaßen. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie viel sind das, kann ich nur schätzen, 10, 15 Wörter vielleicht, denen es tatsächlich dann gelingt, zu neuem Leben zu kommen. Sie werden immer wieder wiederholt und zwar in der regionalen Umgangssprache hier dieses Bereichs. Und so kann man mit hinreichender Wahrscheinlichkeit sagen, werden sie weiterhin existieren und kleckliches Erstaunen auslösen bei denen, die neu nach Münster kommen. Pienen? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, es geht da um Alkohol konsumieren. Nee, nicht. Sowas wie Schwängern, Frängeln? Ja, das ist eine gute Frage, die gehe ich mal weiter. Essen. Also, nee, ich habe keine Ahnung. Ein bisschen bekloppt oder was, wie man sagt. Ist das ein Lifestyle vielleicht? Trelafitti? Ich kenne nur Graffiti. Spaß oder so, irgendwie sowas weiß ich nicht. Ja, Trelafitti ist so Blödsinn. Nee, ja. Also, ja, cool und ja. Juffel ist prima. Schofel? Nee, aber nichts mit zu tun. Schofel ist schlecht. Wer juckelt so spät durch die Maimelatur? Was kneist denn die Döppen? Ein Hacho nur, sein Koten der Fist in der Feme hält, damit der Jollips nicht vom Zossen fällt. Na, das Herr Siebert, das kann, ist klar. Konnten wir den Münsteranern denn auch etwas beibringen? Mampf nicht so viele Knirfen, sonst wärst du noch ein richtiger Kavenzmann. Boah, ich hab gerade richtig Brand. Aber von dem Fusel hier in der Kaschemme bin ich ja sofort angeschickert. Das ganze Gedöns macht mich echt tralafitti. Tralafitti. Ja, moin, du Döskopf. Ich wollte gerade mit meiner Leze raus, aber der Lorenz macht wie so Matenten. Ich quarte gerade mit meiner Ische. Aber ihr, Gesabel, macht mich schon ganz beschöge. Was für ein Tinnef. Ich brauche jetzt erstmal was zu frängeln und zu pienen. Ich mache die Biege-Panneköppe.